Achso, du bist Farmer. Du bist Träger. Kann ich dir nicht irgendwie einen Direktbefehl geben? Sammelt das Beizen ein? Nee, du wirst erstmal eine Runde schlafen. Okay. So, Sven ist erwachsen. Hey Sven. So, du lernst den Bäckerberuf und wirst dann Bierbrauer. Sie sammelt Nahrung hier vor den Bärensträuchern ein. So, du wirst Braumeister. Du lernst Steinmetz und Töpfer. Und vielleicht noch Lehmarbeiter. Lehmsammler erstmal. So. Du wirst Bierbrauer. Ja. Ja. Wohnst hier. Ja. Und kannst dich nach einer Frau umsuchen. Ja. Die schläft zwar gerade ein bisschen, aber das können wir auch noch ändern. So, du hast Lebenssammler in der Schule gelernt, das bleibt aber nicht dabei. Du wirst jetzt schwer ausgebildet. Steinmetz. Und zu guter Letzt Töpfer. Ja, unsere Bauarbeiter, ja, die sind jetzt schön versorgt. Während sie hier Gebäude bauen. Der holt sich schon mal Holzwerkzeuge, das ist gut. So, du hast Steinmetz in der Schule gelernt. Holst du jetzt auch schon ein Holzwerkzeug, okay. Und wir haben keine Nahrung mehr im Hauptgebäude, auch gut. Ich habe schon mal versucht, glaube ich, aber ich gebe jetzt mal meinem einen Träger hier einen Direktbefehl. Mal sehen, ob er darauf anspringt. Nein, er ist müde. Und jetzt noch Töpfer. So. Ja, so weit, so gut. Ja, ist auch sehr gut, dass die jetzt, ausgeruht sind, so. Du ziehst mal um in
die Wohnung hier. Und du wirst jetzt Eisenschürfer hier. Du wirst Steinmetz erstmal hier. Und wohnst jetzt hier. So. Die Eisenmine ist fast fertig. Das Zweifamilienhaus nicht ganz so wirklich. Ah, Problem ist, mein Holzfäller lebt halt noch unter freiem Himmel. Deswegen wird es wichtig, das Zweifamilienhaus fertig zu kriegen. Sie sucht etwas Gesellschaft vor dem Bäcker. Ich würde am liebsten einen ihrer Arbeitsbereiche anpassen, dass sie da oben aus der Bäckerei die Nahrung holen. Bei Weizen und Mehl wird jetzt recht viel angeliefert. Was sagt denn meine Nahrung so? Hat sie irgendwie eingependelt? So, du ziehst um in die Wohnung. Du ziehst ein in die Wohnung mal. Wird Zeit. Wir haben da oben noch 3 Holzwerkzeuge und 13 Holz, bevor wir das einreißen können. Stellen wir mal hier eine Schäferhütte schon mal auf. Nachher für unseren Jäger. Weil Leder hat er ja schon recht genug geholt. So, unser Eisenschürfer ist angekommen. Die Töpferei steht schon eine Weile leer. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben noch Geschirr. Es ist erstmal Zeit, dass hier drüben fertig gebaut wird. Er isst, nimmt eine Mütze voll Schlaf und ist wieder ziemlich fit. Das ist sehr gut. Selbiges gilt für unseren Holzfäller. Der kann jetzt ordentlich schaffen. Ja, solange wir Mehrfamilienhäuser haben, die beliefert werden müssen mit Nahrung, sind die Wege halt weiter für unsere beiden Nahrungslieferanten. Wenn die mal überfüllt sind, wo bist denn du? Ach, da bist du. Okay.
Ja, er liefert Nahrung aus. Das Problem ist, so ist das teilweise ineffizient, aber damals war Cultures halt so. Weil wenn die Frauen kochen, dann wird viel mehr Nahrung, kommt viel mehr Nahrung dabei raus, als wie wenn die Leute die Nahrung ausliefern. So, das Zweifamilienhaus ist auch fertig. An welches Haus macht er sich jetzt? An das da. Und er? Nee, du machst erstmal bitte die Schreiderwerkstatt fertig. Ah, du hast schon dein erstes Eisen gebracht. Was gut ist. Ich bin so sicher, kein bisschen gearbeitet bis jetzt und sein Holzwerkzeug nimmt trotzdem ab. Das nimmt über Zeit ab und nicht über Arbeitsgänge. Du bist müde und wirst wahrscheinlich auch was essen, oder? Ja. So, du suchst Gesellschaft. Du möchtest gerne kochen. Mhm. Du holst Weizen, um das Ding fertig zu bauen. Okay. Der Bäcker bringt Nahrung in das Haus. Na, ich weiß nicht mal, ob ich mir in dieser Mission überhaupt die Mühe machen sollte, Straßen zu bauen. Weil das würde ewig dauern und ich will die Mission nicht jetzt ins Unendliche herausziehen. Wobei, ein paar Straßen kann ich dann bauen, während wir darauf warten, dass bestimmte Sachen gemacht werden. Aber im Augenblick muss ich erstmal darauf warten, dass gebaut wird. So. Netterweise hat mein Holzfäller jetzt gleich eine Möbelwerkstatt, in der er das Holz abliefern kann. Und kann jetzt erstmal Tischler werden. Die wird erstmal abgerissen. Ich brauche erstmal einen Schuster. Hier. Weil aufs Militärische kann ich mich dann stürzen, wenn wir dann soweit sind.
So, sie möchte kochen und benötigt Nahrung. Sie benötigt wohl auch Nahrung. Ne? Sie hat Hunger, ihre Nahrung ist voll. Hm.